Hi Leute, herzlich willkommen zur neuen Part von LEGO Jurassic World. Heute werden wir zusammen den Spinosaurus bekämpfen und ob uns das gelingen wird, das werden wir heute herausfinden. Am besten ist es erstmal, dass wir hier die kleinen Dinosaurier verscheuchen. Und ja, das ist mein zweiter Part heute und ich habe seit einer Woche nicht mehr aufgenommen. Und ich hoffe ehrlich nicht, dass ich mich heute so versprechen werde. Also drückt mir da die Daumen und ihr seht bestimmt selber, dass da oben der Vater von Eric Kirby steht und der wird gleich aufgefressen und wir müssen ihnen helfen. Das ist wirklich so eine Sache, die kann Sekunden dauern, denn dieser Spinosaurus, das ist so eine richtige Killermaschine und wenn der erstmal seinen Maul aufmacht und uns irgendwie angreift, sind wir wirklich am Ende. Und am besten schießen wir unser Boot ab und ich kann euch auch wirklich empfehlen, schießt hier auch die kleinen Leuchtfeuer ab, denn dann bekommen wir ein Minikit. Und das sollt ihr auf jeden Fall einsammeln, denn durch die Minikits bekommt ihr dann neue Raptorenklauen und das hört sich doch gut an, oder? Ihr könnt ja in die Kommis schreiben, ob ihr auch so eine Raptorenklaue haben wollt wie Dr. Alan Grant, der übrigens nicht mehr lange mit dabei sein wird. Der geht bald in Rente und wenn er erstmal in Rente ist, ne, dann ist er echt wirklich am Ende, denn der hat wirklich nicht viel Geld verdient, aber er ist sehr schlau und schlaue Menschen, die kriegen immer einen Weg hin, irgendwie an Geld ranzukommen. Also mal gucken, ob er das alles schaffen wird. Es wird auf jeden Fall nicht leicht für ihn. Und ihr seht selber, wir müssen diesen Spinosaurus besiegen, indem wir ihn mit den ganzen Bomben abwerfen. Und ihr seht selber, dieses Blasterteil hier, das ist richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie ihr das hinbekommen habt, sowas zusammenzubauen aus diesen Einzelteilen dort. Das macht aber nichts. Denn wir sind ja hier in einer Lego-Welt und nicht irgendwie in Star Wars. Da kann man ja alles zusammenbauen, da kann man sogar C-3POs zusammenbauen. Obwohl, hier kann man das bestimmt irgendwie auch noch. Aus irgend so einem goldenen Dreck. Okay, da kommen die kleinen Dinos, da müsst ihr aufpassen, Freunde, dass ihr euch nicht von denen ablenken lässt. Oder von irgendetwas, sondern macht einfach euer Ding hier. Die können euch eh nichts antun und wenn, dann schreibt mich an, ich komme mit meinem Bogen und schieße sie ab. So. Alles klar, hier, stirb. Okay, wie könnte das hier bloß weitergehen? Da kann ich nicht lang gehen. Ich schaue mal auf der anderen Seite, ob da irgendwie noch was ist. Auf jeden Fall. So, du kleiner Littlefoot oder wie du auch immer heißt. Stirb. Ich schaue mal, ob hier irgendwas noch liegt. Also, das müsste auf jeden Fall so sein. Ansonsten gehe ich nochmal hier hin, denn ich sehe da oben noch eine Kanone oder so ein... Ich schieße mal da oben hin und zerstöre das Gebäude. Und wisst ihr was? Ich spiele mit Paul Kirby, mit dem Vater, mit dem Daddy. Der kann hier bestimmt irgendwas noch machen. Ah, da können wir was zusammenbauen. Das wird bestimmt ein Trampolin. Das ist ein Trampolin, aber das beste Trampolin ist immer noch das selbstgebaute von Alan Grant. Denn er kann wirklich alles zusammenbauen aus Skeletten. Und wenn der hier gleich stirbt, vielleicht können wir aus dem Spinosaurus auch was richtig krasses zusammenbauen. Vielleicht könnten wir ja irgendwas sehr Leckeres daraus bauen, aber ich habe keinen Bock, irgendwie Dinosaurier zu essen. Lieber Hühnchen oder so. Alles klar. Am besten drehen wir das auch gleich zur Seite. So, jetzt werfen wir das hin. Am besten soll das auf seinen Kopf fallen. Das wäre super. Dann wird er nochmal richtig etwas auf die Nuss bekommen. Okay. Ist dir das gerade oder... Wir gucken mal nach. So, wir spielen wieder mit Alan Grant. Er ist nämlich der Beste. Also, ich habe euch so oft schon gesagt, dass das mein Lieblingscharakter ist. So. Okay, die erste haben wir schon zerstört. Und stirb. Und viele von euch finden ihn auch voll klasse. Okay, er ist tot. Oder? Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Nein, 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 nein. Rufen Sie um Hilfe.
ist ein Hubschrauber. Gott sei Dank haben wir das jetzt geschafft. Und wir haben den dritten Teil hiermit beendet. Also ich sag euch ganz ehrlich, der dritte Teil war einfach am geilsten. Klar, der erste war geil, der zweite gefiel mir nicht so, weil es war da jeden Tag stockdunkel. Man hat kaum was gesehen. Und hier, abgesehen vom Endboss, also abgesehen vom Spinosaurus, gefiel mir die Story sehr. Denn es war mal wieder was anderes. Im zweiten Teil, ich sag euch ganz ehrlich, ich wusste gar nicht so richtig, was Sache war. Und hier konnte ich so richtig mitfiebern, auch in den Zwischensequenzen. Und ja, wir haben sogar einen Soldat freigeschaltet. Okay, ich habe gar keinen Soldat gesehen die ganze Zeit. So einen Typen mit der Mütze haben wir auch freigeschaltet. Einen Jägerfallensteller haben wir auch freigeschaltet, das ist gut. Und mal schauen, was auf uns zukommen wird. Das wäre super, wenn wir jetzt hier den Spinosaurus freischalten könnten. Aber das werden wir erst später erfahren. Ja, der hatte WLAN. Du hast es jetzt kaputt gemacht. Okay, ja, jetzt können wir sogar mit dem Spinosaurus spielen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob er da so in so einen kleinen Dinosaurier beißen kann, der so eine Panzerschicht hat. Na gut, ich sag euch ganz ehrlich, der Endfilm war am besten. Aber ey, ich würde schon gerne wissen, was mit den restlichen Soldaten da passieren wird. Weil die sind ja alle weggefahren, da standen noch zwei, drei Soldaten. Die werden bestimmt aufgefressen. Okay, hiermit haben wir den dritten Teil beendet. Und Freunde, es geht hiermit in den dritten Teil. Das aber im nächsten Part, denn wir werden jetzt hier einen Cut machen, aber ich würde schon gerne hier die Gegend abchecken. Schaut euch das an. Alter, wir sind hier schon fast wie zu Hause. Wir haben hier schon 31 Parts hinbekommen. Und es ist einfach unglaublich, was so alles passieren kann. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass diese Spinosaurusse, ich glaube, das waren sogar mehrere, das kann auch nicht nur einer gewesen sein, dann wäre der ja hyper mega intelligent gewesen. Und schaut euch die Info an. Wir haben es echt richtig gut gemacht, Freunde. Und es hat mir vor allem richtig viel Spaß gemacht. Also der dritte Teil gefiel mir am besten. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil auch mit dabei. Denn der vierte Teil, das ist ein richtig guter Film. Und es wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Und ich verabschiede mich jetzt hier. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao.